Und wir starten eine Minute zu spät für den Finanzhul Community Talk. Und ich freue mich, dass ihr hier schon fleißig dabei seid. Tommy Opmax am Start, Pink, Leoli und auch Andreas Lutz. Heute ist tatsächlich neben dem Dividendienstag natürlich morgen der letzte Daily Stream, den wir machen, weil ab Mittwoch ist ja dann die neue Schedule, weil Mittwoch ist der 1. Juli. Und ich dachte mir, so als letzten, als letzten Daily Stream sozusagen abschließend. Natürlich gibt es nachher weiterhin Streams, 4 Streams pro Woche, aber nicht mehr 7 pro Woche. Dachte ich mir, ich beantworte alle eure Fragen. Ja. Das heißt, ich beantworte einfach alles. Egal welches Thema es ist, egal welche Frage es ist. Es ist ein Querbeet-Livestream heute. Und ich habe auch schon die erste Frage. Das ist tatsächlich vom lieben Thomas Probst. Er hat nämlich diese Frage vorhin schon gestellt, die habe ich kurz gescreenshottet und er schreibt nämlich, kann leider am Livestream nicht teilnehmen, deshalb hier im Voraus schon meine Frage in der Hoffnung, dass du sie im Video beantworten wirst. Kannst du einen guten Logo-Designer bei Fiverr empfehlen? Erstmal zur Frage. Grundsätzlich würde ich nicht einen bestimmten Logo-Designer auswählen, sondern ich würde mir auf Fiverr anschauen, was es für Logo-Designer gibt und dann das Portfolio, weil meistens ist das öffentlich, anschauen, was er für einen Stil hat und dann nach Stil entscheiden, weil jeder dieser Logo-Designer wird einen bestimmten Stil haben und den wird er nicht wegkriegen, weil das sein Stil ist, ja. Das heißt, schau dir das so an und schau dir die Portfolios an von diesen Fiverr-Designern und dann wähl dir diese aus oder diese Person aus, wo halt das Portfolio am ehesten passt mit dem Stil, was du dir vorstellst. Ja, das ist so mein Vorschlag, so habe ich das in Vergangenheit schon gemacht und so empfehle ich das auch. Number Cruncher auch am Start, guten Abend, Happy Ghoul, A, B, C, D, F, G auch am Start, sehr geil. Hi, wollte nur mal kurz Bescheid geben, dass ich gerade keine Frage habe. Let's go, sehr schön, geht auch. Wunderbar, wunderbar. Machst du bei einer Sammelklage gegen Wirecard mit oder lohnt sich das nicht? Ich bin in Wirecard gar nicht investiert. Wieso? Wie könnte ich da eine Sammelanklage bei einer Sammelanklage mitmachen? Hallo Christoph. Wir haben jetzt noch von Tommy Opmax jetzt die erste Frage und zwar, wie bist du auf den Namen Sparkoyote gekommen? Und da habe ich tatsächlich auch mal einen Beitrag dazu geschrieben oder einen kleinen Text auf meiner Über-mich-Seite, ziemlich weit unten, glaube ich. Okay, ich zeige euch mal den Screen kurz, dass euch das auch mal so ein bisschen bildlich. Hier, wie kam es zum Namen Sparkoyote? Könnt ihr euch gerne mal durchlesen. Ziemlich interessante Story, aber Kurzfassung. Ich habe praktisch jedes Tier ausprobiert. Und dann bin ich auf Sparkoyote gekommen. Das hat mir am besten gefallen. Und das ist es dann geworden. Ja, also keine Magie oder so. Aber wenn man die volle Story lesen will, ich habe den Link gerade gepostet. Team Star Wars oder Team Star Trek? Ich muss sagen, so zum Schauen auf jeden Fall Star Trek. Und Merch auf jeden Fall Star Wars. Ja. Also so von den Charakteren. Aber Star Trek so zum Schauen finde ich geiler. Morgen süß oder herzhaft? Ich check's nicht. Auf was ist denn das bezogen? Marco World fragt, guten Abend. Mich würde interessieren, wie du es geschafft hast, dass dein Einkommen so explodiert ist. Das war der konkrete Auslöser. Einige richtige Entscheidungen, die ich getroffen habe, wenn ich das so sagen darf, und natürlich auch viel Arbeit, harte Arbeit und auch dranbleiben. Und ich kann jetzt aus Erfahrung sagen, dass halt im Unternehmertum oder in der Selbstständigkeit ein exponentielles Wachstum bis zu einem gewissen Grad möglich ist. Aber zum Beispiel im Angestellten-Dasein ist dieses exponentielle Wachstum praktisch limitiert, weil du es ermöglichst, dass dein Arbeitgeber exponentielles Wachstum sieht. Ja?
Und du dein exponentielles Wachstum im Prinzip aufgibst für ein sicheres Gehalt, damit dem, der das Unternehmen gehört, ein exponentielles Wachstum halt sehen kann. Ich sage jetzt nicht, dass das eine besser, das andere schlechter ist. Ich glaube, man muss auch der Typ dazu sein, unternehmerisch tätig zu sein, selbstständig tätig zu sein. Es muss halt auch passen, und wenn man das nicht gerne hat, da muss man es auch nicht erzwingen oder so. Aber ja, das waren so die, das ist so ein bisschen die Zusammenfassung. Ich hoffe, das hilft ein bisschen weiter. André Steinbrecher, guten Abend und auch Gnarf, guten Abend. So, Happy Ghoul auch, die erste Frage von Happy Ghoul. Ich habe vor kurzem meine Immobilienaktien verkauft, um eine Immobilie zu finanzieren. Jetzt habe ich den Zuschlag nicht bekommen und 16.000 liegen unverzinst und nicht arbeitend. Bin sauer. Heißt das, du hast jetzt die Immobilie nicht kaufen können, wenn ich das richtig verstehe? Oder, also das heißt, du hast liquidiert und dann 16.000 Cash gehabt und dann wurde dir diese Finanzierung nicht approved, oder wie meinst du das? Respektive, was ist die Frage? Ich sehe kein Fragezeichen. Mats Pepe, ich bin begeistert, wie konsequent du deinen neuen Upload-Plan durchziehst. Ja, also der neue Upload-Plan ist ja ab 1. Juli, das heißt, ab dann wird es konsequent durchgezogen, 3 Videos pro Woche. Und 4 Streams, genau in der Reihenfolge, wie wir das machen, damit ich auch am Montag komplett frei habe, so gesehen. Das ist eigentlich der Plan. Guten Abend, Kati Neumeier. Auch immer wieder mal am Start, sehr schön, freut mich. Guten Abend, welche Schweizer Wachstumsaktien kannst du empfehlen? 50% Wachstum jährlich oder mehr? Tom, tut mir leid, ich mache da eigentlich keine Aktienempfehlung und ich habe jetzt gerade auch nicht im Kopf, welches Unternehmen in diese Kategorie kommt. Da benutze ich immer sehr gerne Aktienscreener. Oder ob das jetzt alle Aktien quantitativ ist oder Aktienfinder, ich verwende beides. Da kann man dann nach eben genau sowas filtern, nach Ländern, nach Wachstum und so weiter. Dividendenwachstum, alles Mögliche. Frühstück, süß oder herzhaft? Ja, ich esse kein Frühstück. Ich starte den Morgen in der Regel auf nüchternem Magen oder mit einer ganz mit einem kleinen Stück dunkler Schokolade vielleicht. That's it. Und dann starte ich eigentlich den Tag. Mittagessen ist bei mir meistens, also wie soll ich sagen, es hört sich echt mega dumm an, aber wenn ich zum Beispiel, also wenn meine Freundin zum Beispiel nicht hier ist, so wie heute, dann skippe ich meistens Mittagessen und esse ein paar Snacks zwischendurch und habe dann eine Mahlzeit am Tag. Wenn meine Freundin da ist, dann sind es meistens 2 Mahlzeiten. Aber immer zwischen 1 bis 2 Mahlzeiten. 3 Mahlzeiten gibt es bei mir nicht. Und ich mache halt, also man kann schon fast sagen, ich mache eine Art, nicht ganz, weil ich halt auch mal so ein kleines Schokostück mir gönne. Dunkle Schokolade, 60-70%ige, die feiere ich. Aber so eine Art Intermittent Fasting, also dass ich während einer 8-Stunden-Periode esse und 16 Stunden eigentlich wenig bis gar nichts esse. Also das mache ich automatisch von Haus aus schon. Und ja, auf nüchternem Magen ja, kann man halt viel fokussierter denken, arbeiten, Dinge tun und so weiter. Und ja, wir essen eh zu viel, glaube ich, alle Menschen in der westlichen Welt. Oder die meisten, nicht alle, aber die meisten. Philipp Pirat auch am Start, guten Abend. Abend, was waren die höchsten Einnahmen pro Monat? Let's go, hier geht's schon ans Eingemachte. Ich will es gar nicht sagen, aber ich lasse es dich selber ausrechnen und ich rede von Brutto-Umsätzen, okay? Also das ist brutto reingekommen vor Steuern, vor Ausgaben. Das war vor einigen Monaten erst kürzlich, aber mittlerweile ist es nicht mehr so hoch. Das Doppelte von dem, was ich vorher jährlich verdient habe im Angestelltenjob. Jetzt müssen sich alle, die wissen, wie viel ich verdient habe, vorher können sich's ausrechnen. Aber es ist Brutto-Umsatz vor Steuern, vor Ausgaben und so weiter. Also das ist nicht netto, nach Steuern oder so. Und auch nicht nach Ausgaben. Hallo, wie sieht deine Watchlist aus? Kannst du mal deinen PP zeigen? Also im PP habe ich keine Watchlist, aber ich kann dir aktuell sagen, dass ich viel im Nachkaufmodus auch bin und fürs Casino-Portfolio immer relativ offen bin. Da mache ich ja auch so Community-Umfragen. Aber ich zeige dir gerne
Sehr gerne sogar. Portfolio Performance. So sieht es aktuell im Portfolio Performance aus. Das Diagramm ist vielleicht sehr eindrücklich, wie das gewachsen ist, wo wir aktuell sind. Wir sind ungefähr bei 220.000 insgesamt im gesamten Investmentportfolio. Depot-Update kommt sowieso am 1., also am Mittwoch. Seid da gespannt. Da dann später auch mehr dazu. Und so schaut es auch aus mit den Dividenden im Jahr. Wir haben jetzt dieses Jahr schon 3.282 Franken Dividenden und Zinsen erhalten. Also ordentliches passives Einkommen und das ist auch netto. Ja, also das habe ich ausgezahlt bekommen. Also sehr, sehr eine geile Sache. Kannst du vielleicht noch sagen, was das für Entscheidungen waren bezüglich Einnahmen? Danke. Ja, ich kann das gerne zusammenfassen. Erstmal kündigen, das war die erste wichtige Entscheidung, die ich für mich zumindest jetzt in der Retrospektive sehe. Aus der Komfortzone gehen, in dem Sinn, dass ich halt mit verschiedenen Firmen versuche zusammenzuarbeiten, diese dann anschreibe, die Connection versuche aufzubauen und dann halt bestimmte Entscheidungen, wo ich halt langfristig eher schaue, wo ich halt sage, hey, ich will nicht irgendwie kurzfristige Kooperationen, sodass ich dann auch sage, hey, ich verzichte auf viele Kooperationen, die ich machen könnte oder auf Angebote und gehe nur die Kooperationen ein, mit den Firmen ich auch zu 100% ja, dahinter stehen kann. Was kurzfristig vielleicht weniger Geld macht, wobei sich es jetzt ja eben ausgezahlt hat, aber das sind dann solche Moves gewesen, wo ich sehr oft dann gesagt habe, nein, 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 nein. Und bis ich dann halt gescheite Kooperationen gefunden habe, jetzt zum Beispiel mit der Bank Claire, mit der Swissquote, mit der BX Swiss. Seid auf jeden Fall auch gespannt. Gegen Quartal 3, Ende Quartal 3, Ende Q3 wird, wenn alles gut läuft, eine neue Kooperation am Start sein. Und das ist für mich auch so ein bisschen auch wieder so ein Meilenstein. Jetzt nicht, also ich rede jetzt nicht vom Finanziellen, sondern wirklich so von, das finde ich schon krass. Auf jeden Fall seid da gespannt. Und da wird es auf jeden Fall dann Blogbeitrag dazu geben, YouTube-Video dazu geben und natürlich auch auf Social Media werdet ihr das auf jeden Fall dann sehen. Und das ist für mich auch wieder so ein richtig krasser Meilenstein. Also natürlich springt finanziell da auch was raus, aber ich finde eher so der Grundgedanke dahinter ganz heftig. Aber wie schon gesagt, ich kann noch nicht so viel sagen, weil es ist noch nicht alles offiziell und so weiter. Aber wenn alles gut läuft, Q3, August, September könnte gut möglich sein. Arnold Schwarzenegger auch am Start, da beehrt uns wieder auf jeden Fall eine Berühmtheit. Schon lange nicht mehr gesehen hier im Stream. Nein, die Immobilie hat jemand anderes gekauft. Was soll ich jetzt tun? Wieder Immo-Aktien oder warten, bis wieder eine Immobilie kommt, die mir gefällt? Ja, kommt drauf an, Happy Ghoul. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du willst in den nächsten ein, zwei Jahren oder vielleicht auch in den nächsten paar Monaten was wirklich suchen und da rein investieren oder da dann selber drin wohnen, wie auch immer, dann würde ich das Geld eher Cash behalten. Wenn du aber sagst, okay, du kannst es jetzt auch noch irgendwie 5 oder 10 Jahre oder mehr schieben, dann kannst du dir überlegen, okay, dann kannst du es wieder investieren, wo du es halt auch immer investieren möchtest oder auch in was auch immer, ja. Also es ist sehr individuell und sehr auch zeitbedingt. Also wenn du es in den nächsten ein, zwei Jahren oder so noch brauchst, dann würde ich es jetzt nicht nochmal investieren. Das ist dann vielleicht auch ein bisschen zu risikoreich. Arian auch am Start. Guten Abend. Meine Frage von Kati. Mein MacBook ist gestern kaputt gegangen und wie sollte und so, ich sollte eigentlich sparen. Da sind wir beim Thema geizig. Sollte ich einen anderen Laptop kaufen oder in Mac investieren? Das ist eine sehr individuelle Frage. Es kommt auf deine Finanzen drauf an. Ich persönlich, es hört sich so ein bisschen doof an, aber ich lege so enorm krassen Wert drauf, dass ich auf Mac-Geräten arbeiten kann. Ob das jetzt iOS ist, iPadOS oder macOS, völlig egal was. Ich lege so einen hohen Wert drauf, dass ich auf diesem Betriebssystem arbeiten kann, dass ich da auf jeden Fall nicht sparen würde. Ich persönlich. Kommt natürlich auf die finanzielle Situation drauf an. Wenn ich entscheiden müsste zwischen Essen und MacBook, dann ist es ganz klar Essen. Ja? Aber dafür muss man so ein bisschen halt die finanzielle Situation halt insgesamt anschauen. Wenn du es dir leisten kannst, nochmal ein neues MacBook zu holen, dann tu das doch. Oder vielleicht kannst du jetzt noch reparieren, das alte MacBook. Aber wenn du es dir nicht leisten kannst und um Biegen und Brechen tun musst, dann würde ich vielleicht kurzfristig, mittelfristig gesehen eine Alternative suchen, die viel, viel kostengünstiger ist. Und später, wenn du mehr finanzielle Mittel wieder hast, kannst du dann ohne Probleme wieder zurück zum MacBook gehen. Das ist sehr eine individuelle Frage, aber ich persönlich habe
für mich persönlich einen sehr hohen Stellenwert. Also alle Apple-Aktionäre können mir gerne danken. Ich kaufe fleißig Apple-Produkte regelmäßig, ja. Also ich erwarte von jedem Apple-Aktionär hier in diesem Stream einen Daumen nach oben dafür, dass ich fleißig iPhones kaufe hier, iMacs, iPads, irgendwann dann, also wie schon gesagt, also bitte, bitte Daumen nach oben da lassen, alle Apple-Aktionäre, weil ich mach's aus, ja. Oh Mann. Bist du von null gestartet oder hattest du ein Startkapital? Jein. Also ich habe schon damals mit, also schon bevor ich 18 geworden bin, so 16, 17 mit Reselling gestartet, da hatte ich kein Startkapital, da hatte ich das Kapital, das, was ich gespart habe aus meinem Lehrlingsgehalt. Habe aber beim 18. Geburtstag von meinen Eltern 10.000 Schweizer Franken bekommen, mit denen durfte ich machen, was ich will. Da war ich dann auch zum ersten Mal fünfstellig, habe aber gemerkt, dass ich nach ein paar Monaten wieder drunter gewesen bin, weil ich mehr ausgegeben habe, als ich verdient habe. Ich habe da ja auch noch Lehrlingsgehalt bezogen und dann hat es für mich wie Klick gemacht und mit dem habe ich eigentlich gestartet oder das war so der Mindset-Boost. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich wegen diesen 10.000 als als Zahl deswegen hier stehe, wo ich jetzt bin, sondern mehr vom Mindset her. Wenn ich diese 10.000 oder X-Betrag nicht bekommen hätte, um den Mindset-Switch zu machen, dann würde ich nicht hier stehen. Lässt sich der Mac vielleicht nicht relativ günstig reparieren, schreibt der Number Cruncher. Würde ich auch eben denken. Und wenn es nicht der neueste sein muss, schau dich mal um nach gebrauchten Modellen. Also ich habe mal mein Modell angeschaut. Ich habe noch das MacBook Pro 13 Zoll. Und in der Ausstattung, wo ich das habe, und es funktioniert noch alles prima. Also ich könnte immer noch auf dem arbeiten, wenn ich nicht streamen würde oder irgendwelche Games streamen würde oder so auf Twitch. Dann könnte ich immer noch auf dem arbeiten, der ist jetzt 7 Jahre alt und der kostet, glaube ich, aktuell so auf eBay, Ricardo und so, wenn er in gutem Zustand ist, noch gut läuft und so weiter, Akku jetzt nicht komplett durch ist, so zwischen 400 bis 500 Franken habe ich schon welche gesehen. Also da lohnt es sich vielleicht einen Gebrauchten zu holen. Ja, Nikis LP. Rechnen am Start hier. Da sind Leute informiert. Ja, so eine UBS-Kooperation ist es nicht, kann ich jetzt schon mal sagen, aber so längerfristig wäre das schon so das Ziel, oder? So eine UBS-Kooperation würde ich schon feiern. So in Richtung Geschäftskonto oder so könnte ich mir das gut vorstellen. Eine UBS-Kooperation, ich bin ja auch immer noch UBS-Kunde für meine Geschäftskonten und bin richtig happy mit dem Service, den ich bisher dort erhalten habe, für das, was ich dort brauche und mache. Und für den Preis, der relativ überschaubar ist. Also, ja, UBS-Kooperation wäre auch mal was. Das würde ich auch feiern. Kannst du dir mal Fosterville South anschauen? Ist eine gute Aktie für dein Casino-Portfolio. Was macht Fosterville South überhaupt? Kenne ich gar nicht. Schauen wir uns mal ganz quick an. Ist es auch ein Penny-Stock? Ja, also Penny-Stock ist ja, glaube ich, ab 5 Dollar, oder? Ab dann zählt es als Penny-Stock. Was machen die? 2019 gegründet, let's go. Absolut, keine Ahnung, was die machen. Ich kenne das Unternehmen nicht. Ist ein kanadisches Unternehmen, wie man so schön sieht hier. Kenne ich gar nicht. Also ich habe keine Ahnung. Ich kenne das nicht, leider. Tut mir leid. Genau, schau mal, was der Kostenvoranschlag sagt. Bei einem Neukauf ist Thomas bestimmt für Apple. Das ist so eine romantische Beziehung bei ihm und Apple. Vom reinen Preis, Leistung gibt es sicherlich Alternativen. Ja, Number Cruncher, du hast absolut recht. Das ist so ein Liebhaber-Ding von mir. Und ich muss halt einfach sagen, und das muss man auch immer bedenken, die Geräte, die du täglich so oft brauchst, und ich arbeite halt 10 Stunden am Tag vor einem Bildschirm, und ich will, dass es funktioniert, ich will, dass es läuft, ich will, dass es simpel, einfach ist. Und ich muss euch ehrlich sagen, seit ich vor 8 Jahren auf Apple umgestiegen bin,
hatte ich nie mehr danach wirklich so das Bedürfnis zurückzugehen, weil ich halt weiß, dass es einfach der Struggle ist, ja. Also das beste Beispiel ist, ich schalte all meine Apple-Geräte nie aus. Ich schalte die nur aus, wenn es sein muss, weil es ein Update gibt, ein Software-Update, dann restartet es. Aber ich schalte die sonst nie aus. Das kann man in meinen Augen mit einem Windows-Computer selbst heutzutage nicht machen, ja. Und es funktioniert alles prima. Es laggt nicht, es geht nichts kaputt und es funktioniert alles. Und ja, wie schon gesagt, aber das ist jedem das Seine und darf jeder machen, wie er will. Darum habe ich auch gesagt, es ist sehr individuell und man muss schon auch aufs Budget schauen. Warum hast du eigentlich immer so viele Dislikes? Das hat vielerlei Gründe wahrscheinlich. Ich kann es mir nur so vorstellen, dass es entweder immer die gleichen Leute sind, die disliken, oder einfach Leute disliken, weil ihnen das Video nicht gefallen hat oder so. Das gibt es natürlich auch, ja, und das ist ja auch kein Problem. Aber ich weiß natürlich, dass ich schon einige Hater habe, aber das ist mir eigentlich relativ Schnuppe, na, weil ich sehe es halt immer ein bisschen auch von der positiven Seite. Ein Daumen nach unten ist für den YouTube-Algorithmus genauso wie ein Daumen nach oben. Und man muss sich halt immer bedenken, wieso eine Person einen Daumen nach unten gibt, ja, und wieso die Person einen Daumen nach oben gibt. Beides hat so ein bisschen eine Motivation dahinter. Einen Daumen nach oben vergibt man, wenn man Mehrwert draus gezogen hat. Es hat irgendwie unterhalten oder man fand das Video gut oder den Stream gut oder was auch immer. Den Daumen nach unten gibt man einfach aus Prinzip, weil man den Daumen nach unten gibt, weil man die Person nicht mag, oder man gibt einen Daumen nach unten, weil der Content nicht gepasst hat, weil die Qualität kacke war, oder man gibt einfach einen Daumen nach unten, weil man es der Person nicht gönnt, zum Beispiel. Da gibt es verschiedene Gründe. Und das wird wahrscheinlich alles Mögliche drunter sein, aber ich weiß, dass ich schon den einen oder anderen Hater habe, die gefühlt mehr meine Videos verfolgen als Leute, die meine Videos wirklich schauen. Ja, also ich finde das irgendwie crazy. Und ich habe bisher nie verstanden, wieso man wirklich einen Daumen nach unten geben sollte. Ich bin zum Beispiel jemand, ich gebe eigentlich nie einen Daumen nach unten. Eigentlich gar nicht. Sondern wenn es mir nicht gefällt, klicke ich weg. Und ja, ich hinterlasse auch nicht irgendwie so einen Kommentar, wieso soll ich das auch? Ich sehe das so ein bisschen dann als Zeitverschwendung eher an, aber das darf ja jeder eben machen, wie er will. Und also mich stört es jetzt nicht besonders. So Kommentare sind jetzt vielleicht eher nasty, vor allem wenn es dann halt auch persönliche Angriffe sind. Beleidigungen lösche ich meistens sofort. Wenn jetzt keine Beleidigung oder so drin ist, dann lasse ich es drin. Aber wenn beleidigt wird, dann wird es automatisch gelöscht, von meiner Seite, weil das finde ich geht dann gar nicht. Aber eben, ja, mir ist es eigentlich relativ schnuppe. Kooperation mit Coca-Cola. Ja, schön wär's, Kooperation mit Coca-Cola. Arnold Schwarzenegger schreibt, ich schaue die meisten Streams hinterher. Ja, du kannst jetzt aber auf jeden Fall Fragen stellen, wenn du jetzt dabei bist, weil ich beantworte wirklich alle Fragen. Was ist die Durchschnittsrendite aller deiner Investments? Boah, ich habe absolut keine Ahnung. Ich habe ja so viele Investments. Und als Investments zähle ich dann auch Trading Card Games. Also, ich weiß es gar nicht. Das ist so ein Ding. Mir ist die Rendite relativ egal, solange das Vermögen wächst, aktuell. Es hört sich so ein bisschen doof an, aber solange das Vermögen wächst, ist mir die Rendite relativ egal. Hört sich doof an, ich weiß, aber ist halt so aktuell. Also Kati, ich würde auf jeden Fall vielleicht auch mal nach einem gebrauchten MacBook Ausschau halten. Das könnte sich echt lohnen. Also da gibt es echt gute MacBooks, die auch noch gebraucht sind für einen wirklich guten Preis. Apple Beste. Unten an noch der blauäugige weiße Drache. Du weißt, wie es läuft, Ariane. Du weißt, wie es läuft. Ich sag's euch. Ich habe echt noch nie Probleme wirklich gehabt. Ja? Und wenn ich irgendwelche Probleme habe, dann lassen die sich relativ einfach lösen. Aber ich habe eigentlich selten. Also, ich mag mich fast, also ein Problem hatte ich mal, wo ich damals mit dem Stream angefangen habe. Da musste man so umständlich ein paar Dinge installieren, damit man den Computersound capturen kann. Aber ansonsten, das war's eigentlich. Und es funktioniert halt einfach und das finde ich halt krass. Und ich kann Copy-Paste machen auf allen meinen Apple-Geräten und es ist auf allen Geräten verfügbar, automatisiert. Und also, es ist krass einfach und das fehlt mir so ein bisschen bei Windows. Noch bis das Betriebssystem ist viel simpler. Man muss weniger Müll installieren. Es funktioniert anders. Man muss Programme nicht installieren. Man kann sie einfach launchen.
Und das gefällt mir einfach mehr. Patrick auch auf der Seite, ich würde immer ein MacBook einem Laptop vorziehen. Patrick weiß auch Bescheid. Also, ich will nicht kein Windows-Bashing betreiben. Mir ist es völlig Schnuppe, wer was benutzt. Ich benutze einfach Apple. That's it. Wenn jemand anderes mit Windows glücklich ist, go for it. Mit Android, go for it. Aber ich werde mit diesen zwei nicht glücklich. Und ich habe sehr lange Windows benutzt, auch beruflich. Ich habe sehr lange Android benutzt, auch beruflich. Und ja, jetzt benutze ich beruflich sowie auch privat nur noch Apple. Und ich bin happy. Andere sind happy mit Android und Windows. Wir sind alle happy. Für den Apple-Kaufrausch, es fehlt noch eine Apple Watch. Ja, eine Apple Watch, ich feiere das nicht so. Da bin ich lieber mit meiner Swatch unterwegs. Aber die AirPods, die müssen schon sein. Also für mich sind AirPods, ich sag's mal so, eine der größten, in Anführungsstrichen, Innovationen bisher. Ich sage jetzt nicht, dass Apple die ersten gewesen sind, aber ich meine einfach insgesamt, also dass man Wireless Earbuds hat in der Größe. Und das finde ich schon ganz eine wilde Nummer. Eine ganz wilde Nummer. Finex fragt, Swissquote gibt einem doch die Möglichkeit, Themes Trading in strukturierte Produkte zu investieren. Ist das was oder eher Finger weg? Gibt ja einige Active Crypto, Online Gaming etc. Finex, da muss ich an dieser Stelle sagen, kenne ich mich nicht so aus. Ich habe mir auch schon angeschaut, da gibt es wirklich verschiedene Themes Trading, auch über Cannabis, alles Mögliche. Und ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr mir mal das ein oder andere Themes Trading anzuschauen, weil ich diese Frage immer öfters bekomme und selber auch tatsächlich interessiert bin, das einfach mal auszuprobieren. Ich habe persönlich bisher noch keine praktische Erfahrung und kann dir wirklich nicht sagen, ob das jetzt was Gutes, was Schlechtes ist, sondern ich finde es interessant, aber mehr kann ich dazu noch nicht sagen, weil ich keine Erfahrung habe. Also alles, was ich jetzt sonst sagen würde, wäre für die Katz, ja. Aber ich möchte es mir dieses Jahr anschauen, wenn ich dazu komme und vielleicht dann auch das ein oder andere Investment tätigen, wenn ich es für gut oder für mich persönlich als gut empfinde. Aber ich muss mir das mal anschauen, ja. Matthias, jetzt kommen die heftigen Fragen. Gab es mal einen Moment im Leben, wo du dir dachtest, jetzt ist alles vorbei? Ja. Ich will nicht zu ins Detail gehen, aber gab schon solche Momente. Ich kann es umschreiben. Also es wäre nichts passiert, es wäre safe nichts passiert, aber so meine Gedankengänge gingen dann so in die Richtung, komme ich da lebend raus aus dieser Situation? Auch wenn ich so oder so nicht in dieser Situation gestorben wäre, aber einfach so von der mentalen Ebene her. Und vielleicht kannst du dir ja auch was daraus zusammenreimen. Tiefer ins Detail möchte ich halt nicht gehen, weil ich glaube, das passt hier nicht auf diesen Kanal. Carina, auch am Start. Guten Abend. So, die Kati, jetzt auch nochmal kurz zum Laptop. Zahlen muss ich ja jetzt so oder so relativ viel zahlen, habe nicht sehr viele Reserven. Nehme ich das aus dem Notgroschen oder reduziere ich meine Sparquote? Wie wichtig ist der Laptop? Brauchst du den jetzt sofort oder reicht es in einem Monat? Ich würde persönlich nicht den Notgroschen nehmen, wenn du die Möglichkeit hast, einfach die nächsten Sparquoten zu drücken und nur von den Sparquoten das zu verzehren. Das wäre die ideale Lösung, in meinen Augen zumindest. Wenn du sie jetzt unbedingt brauchst, bleibt dir eigentlich keine andere Wahl, als den Notgroschen anzuschneiden, aber ihn dann danach sofort wieder anfangen zu füllen, bis er wieder diesen Threshold erreicht, wo du aufgebraucht hast. Und ich würde auf jeden Fall bei MacBooks, wenn du bei einem MacBook bleiben willst, einfach mal nach einem gebrauchten Ausschau halten, das vielleicht auch noch im Service gewesen ist oder so. Da gibt es wirklich gute Angebote und dann hält, also du musst dir so überlegen, ich habe 2013 mein MacBook gekauft, das ist 7 Jahre her, und das läuft jetzt noch einwandfrei. Ich habe das auch letztens mal kurz benutzt, noch was gemacht. Und wenn ich in die Ferien gehe oder wenn ich irgendwo unterwegs bin, nehme ich auch dann das MacBook mit. Habe ich auch schon. Und ich würde auf jeden Fall nach einem gebrauchten Ausschau halten. Mein neues ist dann schon ganz recht heftig. Simon Joost, ich würde dir sonst meines verkaufen. Ich brauche es nicht mehr. 13 Zoll Pro Space Gray. Hey, da haben sich zwei connected, auf jeden Fall. Ich muss aber sagen, no front, ich habe dieses iPhone, ja, das ist ein iPhone 10, auch aus dem Finanzrudel gekauft, ja. Gebraucht von jemandem aus dem Finanzrudel, let's go. Also, ich kaufe auch gebrauchte Geräte, ja. Also, sogar aus dem Finanzrudel, no front, also war niemand aus der Schweiz, aber auch aus dem Finanzrudel gekauft.
Niemals aus dem Notgroschen, sonst schlägt Murphy zu. Ja, also so ein Laptop ist ja auch für solch. Also, wenn ich jetzt nur den Notgroschen hätte und mein Computer kackt ab und der Laptop funktioniert auch nicht mehr, dann ist das eine Notsituation, weil sonst kann ich kein Geld mehr verdienen, weil ich keinen Computer mehr habe. Ja, also, das heißt, das ist schon eine Notsituation. Je nachdem, da habe ich halt gefragt, wie wichtig ist der Laptop für den Alltag, für die Arbeit, fürs Studium, für whatever. Bin übrigens Wirecard-Don von Twitch. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. I know. Was ist dein finanzielles Vorbild? Dagobert Duck oder Donald Duck? So eine Mischung dazwischen. Eine Mischung dazwischen, glaube ich. Eine Mischung dazwischen. Das heißt Donald Duck. Das ist der Donald Duck oder... Der Dagonald. Nee, der Dagonald Duck. Ich bin. Also, mein Vorbild ist der Dagonald Duck. Ja. Haben wir es richtig dieses Mal. Leo Wessling schreibt: Ich habe 400 Euro zur Seite gelegt und wollte jetzt mit Aktien investieren. Ich habe bereits eine Grundlage mit zwei ETFs. Was würdest du mir empfehlen? Dividendenaktien oder doch lieber keine? Ich würde. Also, hast du den Notgroschen schon? Ich gehe mal davon aus, du hast den Notgroschen schon und jetzt möchtest du anfangen zu investieren. Ich würde anfangen vielleicht mal mit ETFs und vielleicht mit Sparplänen und dich da langsam rantasten und dann mit der Zeit, wenn du merkst, okay, jetzt möchtest du vielleicht auch Einzelaktien mal ausprobieren, dann das über Sparplänen, das geht ja bei euch schon, glaube ich, auf 25 Euro und dann mit der Zeit wirst du Erfahrungen sammeln und auch so ein bisschen spüren, möchtest du überhaupt Einzelaktien oder möchtest du nur ETFs oder möchtest du beides, also das eine schließt das andere ja nicht aus und da musst du dich so ein bisschen rantasten mit der Zeit. Was hältst du im Moment von Realty Income? Findest du es jetzt preiswert 52, bei 52 Euro? Realty Income fand ich bisher schon immer interessant, aber mir war für ein REIT die Dividendenrendite immer zu niedrig, dafür, dass es ein REIT ist. Darum habe ich halt dann zu anderen Alternativen gegriffen oder auch in anderen Branchen, sowas wie Omega Healthcare oder Gladstone Commercial. Aber ich habe jetzt Realty Income tatsächlich selber nicht im Visier, Maxi. Biontech ist auch eine gute Casino-Aktie. Ja, also bleibt gespannt. Es kommen ja eh noch Casino-Portfolio-Update und Portfolio-Update jetzt dann demnächst im Juli. Und es wird natürlich auch wieder Einkäufe geben im normalen Portfolio, aber auch im Casino-Portfolio. Und die Community wird natürlich auch wieder für den einen oder anderen Titel abstimmen, genauso wie bei Nel Asa. Das war ja eine Community-Entscheidung von euch. Und ja, da wird wahrscheinlich das Casino-Portfolio wird eine bunte Mischung sein, wo ich mir dann auch denke, so, ja, würde ich da sonst im Normalfall investieren? Wahrscheinlich nicht, oder? Aber das ist ja der Sinn vom Casino-Portfolio. Hier, also die Kati schreibt nochmal, alle, die mir ihr MacBook verkaufen würden, schreiben mir mal gerne auf Instagram, @Katrine Maye, also ich poste das sonst ganz gerne nochmal auf Instagram, das ist ein bisschen hervorgehoben, glaube ich, hier fürs MacBook. Ja, also ich habe auch schon, also ich muss sagen, ich habe auch schon aus dem Finanzrudel Dinge gekauft, aber natürlich immer schön darauf achten, dass alles funktioniert und so weiter, ja, kennt man ja bei elektronischen Geräten und ja, genau. Auf jeden Fall dir viel Erfolg, weil also für mich ist jetzt so ein Computer auch ein essentielles Arbeitsgerät. Auf jeden Fall. Number Cruncher ergänzt jetzt auch noch. Nimm es definitiv aus deinem Notgroschen, dafür ist es doch da. Deine Sparquote sollte immer gleich bleiben oder steigen. Ist ein sehr gutes Gefühl, wenn du es über Jahre schaffst. Auf jeden Fall, es kommt halt sehr darauf an, auf die Situation, ja. Ich bin zum Beispiel jemand... Bei mir ist der Notgroschen heilig, also so wie Mutter Maria oder wie man ihm sagt. Der Notgroschen wird dann angefasst, wenn alles nicht mehr läuft, ja, wenn alles, die ganze Welt explodiert gefühlt, ja. Also ich sehe das halt so ein bisschen sehr orthodox. Also ich bin orthodoxer Notgroschen-Verteidiger, wenn man das so sagen kann. Aber es kommt immer auf die individuelle Situation drauf an. Ja genau, und danach wieder füllen, das darf man nie vergessen. Der Notgroschen muss immer wieder gefüllt werden, wenn man ihn verwendet.
Falls das zu persönlich ist, ignoriere es gerne. Aber wie bekommst du deine Beziehungen neben deiner vielen Arbeit auf die Reihe? Gerade in deinen letzten Videos hast du ja öfters erwähnt, wie lange du arbeitest. Ja, das ist natürlich eines der Problematiken, die ich dann auch versucht habe zu lösen. Und dann gibt es halt nur eine Lösung. Zeit schaffen. Aber das geht halt nicht von heute auf morgen. Sondern das dauert halt so ein Prozess. Dinge outsourcen, gewisse Dinge reduzieren, Content Schedule verändern. Und darum sage ich ja, das ist dann so eine Sache von Prioritäten, die sich dann halt ändern. Oder man merkt, hey, Moment mal, die Priorität ist zwar wichtig, aber nicht so wichtig, wie es scheint. Ja, hört sich so ein bisschen doof an. Und darum, ja, kommen jetzt halt so langsam diese Moves, natürlich auch zusammen mit der Finanzrudel-Community. Wir haben ja auch gemeinsam über die Content-Schedule in einem ganzen Stream abgestimmt, diskutiert, Ideen gehabt. Und dann sind wir halt eben so auf die Content-Schedule gekommen. Montag komplett frei, Dienstag-Stream, Mittwoch-Video, Donnerstag-Stream, Freitag-Video, Samstag-Stream, Sonntag-Video und Stream und eben Montag wieder frei. Und so sind wir gemeinsam halt auf einen grünen Zweig gekommen. Ich habe ja auch viele Umfragen gemacht, Abstimmungen. Und ja, mir ist Feedback halt schon enorm wichtig, aber ich setze halt Feedback erst um, wenn dann eine kritische Masse erreicht ist an Feedback. Und das war es jetzt in diesem Case. Und gleichzeitig hatte ich halt nochmal andere, ich sage jetzt mal, Probleme, die ich versucht habe zu lösen. Das hat also alles sehr gepasst und bin auch sehr froh, wie geil ihr das aufnehmt, wie geil ihr mich versucht auch zu unterstützen, zu helfen, Input zu geben, Ideen zu geben. Also ich sage es ja immer nur wieder und das meine ich halt auch wirklich ernst. Ich lerne von euch, ich bekomme Input von euch. Also das ist nicht irgendwie, also dass ich nichts lerne, sondern ich lerne richtig viel, auch aus allen Kommentaren, Mails und so weiter. Ich lerne so viel, das ist richtig krass. Auch an Community-Treffen, da plane ich jetzt das nächste Community-Treffen für in Zürich. Was wahrscheinlich am Zürichsee stattfinden wird, also direkt am Bellevue irgendwo vielleicht, mal schauen, wo genau, damit es auch wieder zentral ist von der Location her. Und es wird dann Ende August wahrscheinlich stattfinden, an einem Freitagabend, und da also versuche ich das zu organisieren. Und da treffen sich, also beim Finanzschul-Community-Treffen sind immer so 30, 40, 45 Leute, Gleichgesinnte, die sich miteinander austauschen. Und das konnten wir jetzt im Mai halt nicht machen, ja. War halt jetzt einfach so, aber ihr wisst ja alle wieso. Aber im August, wenn alles klappt, wäre das richtig geil. Und dann kann man sich wieder auch untereinander auch auf persönlicher Ebene austauschen und sich auch mal wieder treffen. Weil auch die ganzen Messen weggefallen sind oder so, was ich auch sehr schade gefunden habe. Darum, nächstes Jahr freue ich mich umso mehr auf die ganzen Messen, wie die Invest, P2P-Conference und Co. Hoffe, das beantwortet deine Frage, Karina. Ansonsten gerne nochmal nachfragen oder nachhaken. Hey Philly, guten Abend. Kitzelschnitzel, Dislikes kann auch nur verklickt sein, ist mir jedenfalls auch schon mal passiert. Ist mir auch schon mal passiert, aber ich merke es dann, weil es wird ja dann so blau und dann klicke ich sofort auf den Like wieder. Peter Zimmermann, ich habe mal einen Like gemacht. Ehrenmann, Ehrenmann, Peter. Glaubst du, es ist eine gute Idee, eine Ausbildung in der Schweiz als Deutscher anzufangen oder sollte man lieber erst einer fertigen Ausbildung anfangen, in der Schweiz zu arbeiten? Fragt der Florian. Kommt sehr auf dein, wie alt du bist an, ob du hier schon wohnst und also es gibt ja alles, also es kommt sehr darauf an, also ich denke, man kann auch hier eine Ausbildung einfach in der Schweiz machen als Deutscher, aber ist halt schon die Frage, wie lange du hier schon wohnst und ich weiß halt nicht, also ich kenne mich da nicht so aus, ich kenne viele Leute, die halt mit einer Ausbildung, mit einem Studium oder so hier in die Schweiz kommen, aber ich kenne jetzt tatsächlich niemanden, der extra nur für eine Ausbildung, also für eine Lehre oder so, in die Schweiz kommt, kenne ich jetzt niemanden. Studium vielleicht, sowas habe ich auf jeden Fall auch schon gesehen und gehört und mit Leuten gesprochen, die sind dann hier in die Schweiz gekommen, zum Beispiel nach St. Gallen und haben dort ein Studium gemacht, ich weiß gar nicht mehr was. Und haben dann nach dem Studium auch hier angefangen zu arbeiten, aber da muss man auch Kapital haben, ja, das heißt, da hast du auch ein bisschen Geld schon vorher gespart oder bekommen oder was auch immer, damit du das überhaupt leisten kannst. Also sehr individuell, kann ich jetzt nicht so genau sagen. Florian sagt, die meisten Hater sind Neider, glaube ich, einfach ignorieren. Ja, also ich glaube, es ist nicht nur Neid, aber das ist definitiv wahrscheinlich auch eine der Emotionen, die da... Ich habe da auch mal ein ausführliches Video dazu gemacht, dass auch ich nicht komplett befreit bin von solchen Emotionen, aber ja. Jon Schürmann, hier, die wichtigsten Fragen kommen hier. Woher hast du eigentlich die Comdirect? Ja, würde mich mal interessieren. Ich habe die am Finanzblog Award letztes Jahr im November bekommen, und weil ich nett gefragt habe und ich fand die Jacke richtig geil. Es ist so eine College-Jacke und ich feiere die. Ist eine meiner Lieblingsjacken aktuell und ja,
Ich arbeite nicht mit ihnen zusammen, ich bekomme kein Geld dafür. Ich wollte einfach die Jacke, weil sie geil aussieht. Und sie sieht auch wirklich geil aus. Ach du Kacke, ich komme nicht mehr nach. Oh no, es sind da so viele Chat-Nachrichten. Let's go, ich komme nicht klar. Nein. Hä? Wo bin ich gewesen? Was? Ihr habt so viel gechattet, hört doch auf. No. Wo bin ich gewesen? Oh mein Gott. Lost. Ich muss jetzt schnell Durchlauf machen. Oh mein Gott. Ich muss richtig schnell Durchlauf machen. Deine Meinung zu Warta als Wachstumsunternehmen. Ich habe mir Warta noch nie angeschaut. Darum kann ich nicht viel dazu sagen. Ich hätte eine Chance, eine Bar aufzumachen. Soll ich oder nicht? Ich habe keinerlei Erfahrung und die Bewilligungen sind sehr teuer. Ja, hast du Lust auf eine Bar aufzumachen? Macht dir das Spaß? Das wäre so meine erste Frage. Wenn nicht, dann nein. Wenn ja, dann überlegst dir und schau, wie es finanziell läuft, was es gibt für Risiken und so weiter. Aber in erster Linie solltest du Bock drauf haben, weil es bringt nichts, wenn du die Chance dazu hast, aber natürlich keinen Bock drauf hast und dann dir sagst nach einem Jahr, Alter, voll die Zeit gewastet, ich hab gar keinen Bock auf eine Bar. Also überlegst dir, Simon, ob es überhaupt Spaß macht. Thailand schreibt, hey, ich habe dank dir und Reselling mit Kopf auch mit dem Reselling angefangen, letzte Woche das Gewerbe angemeldet, wollte nur mal Danke sagen. Auf jeden Fall, mega geile Sache. Ich weiß, richtig viele Leute haben oder fangen jetzt mit dem Reselling an und sehen, dass es funktioniert und es funktioniert. Einfach dranbleiben. Ciao Thomas, was hättest du hinsichtlich deinem YouTube-Kanal besser machen können? Was sind aus deiner Sicht die Erfolgsfaktoren für Finanz-YouTuber? Es gibt ein paar universelle Dinge, regelmäßig Content machen, qualitativ hochwertigen Content, was allerdings subjektiv ist, machen, weil qualitativ hochwertig bedeutet Mehrwert generieren und Mehrwert ist sehr subjektiv. Ich habe viele Leute, die schauen ein Video und denken, es ist inhaltslos. Dann habe ich genauso viele, wenn nicht sogar mehr, die schreiben mir dann Mail, ja, das Video, das war Bombe. Wegen dem habe ich mit dem und dem angefangen und darum ist es sehr subjektiv. Aber ich denke, Durchhaltevermögen und dass man regelmäßig Content raushaut, sind die wichtigsten Sachen, egal ob man Finanz-YouTuber ist oder irgendwie anderer YouTuber mit anderem Content. Wenn du dich auf 5 Aktien limitieren müsstest, welche wären das und warum? Würde ich nicht machen, darum macht das Gedankenspiel keinen Sinn und darüber mache ich mir eigentlich keine Gedanken. Weil ich nehme einfach alle mit. Übertrieben gesagt. Was hältst du von ETFs im Versicherungsmantel? Relativ wenig. Ich halte insgesamt relativ wenig von Versicherungen. Von den meisten. Weil die meisten Menschen sind eh überversichert. Apo-Schein. Ich kaufe mir dann ein MacBook Pro, wenn ich mir das von meinen Monatsdividenden kaufen kann. Ja, nicht schlecht. Solche Ziele kann man sich gerne setzen. Maxi, ich habe doch vorhin über Realty Income kurz gesprochen, oder nicht? Oder bin ich jetzt völlig durch? Oder, hä? Ich habe doch vorhin ganz kurz das angeschnitten. Franco fragt, moin Thomas, sag mal, wie viel von Legendary Duelist Season 1 hast du dir vorbestellt und wie viel schätzt du ist die Preisentwicklung in den nächsten 2 Monaten? Grüße von Reopold. Also wenn du da schon so fragst, Preisentwicklung in den nächsten 2 Monaten, dann ist das Thema nichts für dich. Ich investiere oder ich kaufe Produkte und erwarte oder schaue mir die Preisentwicklung in den nächsten 2 bis 5 Jahren oder länger an. 3 Monate juckt mich nicht die Bohne. 1 Jahr juckt mich nicht die Bohne. Ich muss extra betonen hier, damit mein Kollege das hört. Oder? ich weiß gar nicht mehr, wie viel ich mir da vorbestellt habe. Schau dir mal das Video an mit den Yu-Gi-Oh! 5 Yu-Gi-Oh! Produkten. Da habe ich gesagt, wie viel ich vorbestellt habe. Ich habe es echt nicht im Kopf. Ich habe nämlich die letzten 3 Monate für jeden Monat zwischen 20 oder fast 30.000 Yu-Gi-Oh! Produkte und Pokémon-Produkte gekauft. Ich habe gar nicht mehr den Überblick, wie viel ich von welchem habe, wenn ich es nicht sehe, ja. Oder noch nicht bekommen habe, weil es kommt ja erst noch raus, darum kann ich es jetzt nicht genau sagen. Schau am besten das Video an. Meine Frage, habe eine Ausbildung gemacht, 15.000 gespart und 5.000 liegen für alle Fälle bereit. Die restlichen 10.000 möchte ich gerne anlegen, deine Videos haben mich dazu bewegt, mein Geld nicht zu entwerten. Zu lassen. Daher die Frage, würdest du sie mit deinem jetzigen Wissen an meiner Stelle anlegen? Also ich würde tatsächlich jetzt einfach mal langsam anfangen, Wissen aufzubauen. Das bedeutet, du nimmst jetzt von diesen 10.000, wo du hast, einen Betrag,
vielleicht 500 Franken, Euro oder was auch immer das ist und lernst jetzt erstmal, was gibt's für Investments, die Börse zum Beispiel, Aktien, ETFs, lernst, wie das dort funktioniert und steigst da langsam ein mit der Zeit, machst Erfahrungen, lernst, liest vielleicht das ein oder andere Buch, Souverän investieren, kann ich empfehlen oder auch Cool bleiben, Dividenden kassieren, sehr gute Bücher. Und dann machst du das mal Learning by Doing und nach einigen Monaten wirst du merken, okay, du hast jetzt viel mehr Wissen, du hast jetzt auch praktische Erfahrung und kannst langsam aber sicher loslegen. Ich würde jetzt aber nicht sagen, hey, nimm die 10k all in, würde ich jetzt nicht machen. Habe ich in Vergangenheit so gemacht, als ich gestartet habe mit 18, würde ich heute nie mehr so machen, sondern einfach langsam an die Sache sich rantasten und Erfahrungen sammeln und das kann halt in dem Case ideal zum Beispiel ETFs sein oder Einzelaktien oder beides oder erst ETFs und dann Einzelaktien oder nur eines von beidem. Das musst du dann selber entscheiden. Aber so würde ich jetzt das machen. Am Freitag den rechten AirPod verloren, muss jetzt für 179 kaufen. Absolut lost. No, das ist so richtig der Horror. Ja, wenn einfach ein AirPod verloren geht. Ich gehe mal davon aus, dass auch die AirPod Pros, darum ist es so teuer. Oh Mann, das ist absolut lost. Ich fühle mit dir. Das ist immer so der Paranoia-Case, ja. Das ist immer schlimm. Ich fühle mit dir. Ich fühle mit dir. Dafür beim nächsten Finanzrudeltreffen, ich lade dich auf ein Getränk ein, ja. Getränke von dir gehen auf mich. Also nicht nur eins, sondern die Getränke von dir gehen auf mich. Du bist eingeladen. Gut, dann probiere ich das mal, dann melde ich mich, was dabei rum rauskommt. Also du meinst noch wegen den Themes, Alter, ich komme nicht mehr nach. Ich komme wirklich nicht nach. Ich grüße dich, René, das sehe ich jetzt gerade hier. Es tut mir so leid, ich versuche richtig schnell durchzugehen. Jetzt ist so Feuerstuhl, ich muss richtig schnell beantworten. Hi Thomas, kannst du bitte etwas sagen, wie man zum Unternehmer, wenn man überhaupt keine Ahnung hat, mit was man... Oder wie zum Unternehmer wird. Man wird zum Unternehmer, indem man was hat, was man gerne macht. Und das macht man auf selbstständiger Basis. Und daraus baut man sich ein Unternehmen auf. Und das kann alles sein. Du musst also etwas haben, was du gerne machst. Und dann kannst du drumherum dein Unternehmen aufbauen. Wann wirst du die erste Million erreichen? Ziel ist bis Ende Jahr. Mal schauen, ob wir es schaffen. Wenn nicht, dann ist auch gut. Ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. Ich habe es ja schon angekündigt. Wenn die erste Million da ist an Nettovermögen, gibt es eine Glatze. Wird auch gestreamt. Das heißt, ihr werdet live dabei sein, wenn ich die Million knacke und eine Glatze habe. Habe ich schon öfters mal angekündigt. Idealfall Ende Jahr, Worst Case, dauert es noch eine Weile. Oh mein Gott, ich komme nicht klar, der Chat ist einfach zu hardcore, tut mir so leid. Ich frage mich manchmal, ob ich als Angestellter die 3 Monate Kündigungsfrist als Pseudo-Notgroschen sehen kann. Würde ich nicht, Fail-Pirat, würde ich nicht. Hi Trump schreibt, finde deinen jetzigen Stream-Videoplan deutlich besser, habe es gar nicht mehr geschafft, immer dabei zu sein. Fragen stelle ich lieber auf Twitch. Der Hi Trump ist ein ganz wilder, der weiß nämlich, auf Twitch schauen mir nicht so viele Leute zu, so vielleicht 5 bis 15 Nasen. Und da redet man halt einfach untereinander. Und die gescheiten Finanzruder, die halt wirklich so die Fragen raushauen wollen, sind auf Twitch unterwegs. Währenddem ich am Heroes of the Storm zocken bin oder so, oder Mario Kart Tour. Naja, smarter Boy. Smarter Boy, der Finn. Hab gehört, dass Toon Chaos angeblich als First Edition Reprint rauskommen soll. Hast du was davon gehört? Nicht sicher. Also, First Edition Reprint kann ich mir nicht vorstellen. Also, das wäre absolut geisteskrank und das wäre absolut verschissen. Also, wenn das passiert, dann weiß ich auch nicht so recht. Soweit ich weiß, ist es Unlimited, wie immer. Auch bei Magical Hero war es Unlimited, ja. Also wenn sie sowas machen, dann muss man ernsthaft, dann muss man wirklich schauen, also das wäre wirklich, das wäre ganz, also das wäre im Negativen schlimm. Das wäre eine ganz wilde Sache, aber negativ. Also das wäre ein Game Changer, wie es der Number Cruncher sagt. Was war die letzte Erkenntnis, die du als Game Changer klassifizieren würdest? Ich habe es in den letzten Videos immer mal auch so ein bisschen ploppen lassen oder auch im Stream. Ich weiß nicht, ob du dabei gewesen bist, Number Cruncher, aber der Stream mit dem Garten und dem Gewächshaus und kleinen Garten, großen Garten, das war so für mich die riesige Erkenntnis, dass es dir Freude machen kann, wenn du 100k im Monat machst, aber nicht mehr so Freude macht, wenn du 140k im Monat machst. Übertrieben gesagt. Ja.
Oder dass es dir Freude macht, wenn du 30k machst, aber nicht Freude macht, wenn du 100k im Monat machst, ja. Also, das habe ich so als Erkenntnis draus rausgezogen. Also, Wachstum ist nicht alles. Was sagst du zu Waste Management? Schau dir mal das Video zusammen mit dem Jonathan an. Da haben wir mal gemeinsam ein Video dazu gemacht, hier auf YouTube. Das könntest du dir reingönnen und da wirst du deine Antwort hoffentlich bekommen. Willst du auch mal in Immobilien einsteigen? Auf jeden Fall, aber dafür bin ich noch zu arm. Für die Schweizer. Ich glaube, du hast einen Apple-Vertreter im Finanzrudel. Wie meinst du das, ein Apple-Vertreter? Sag ich nicht. Also jemand, der bei Apple arbeitet, sagt mein Kollege. Nur stumpfe Köpfe glauben, dass Erfolg ein Dauerzustand ist. Ich glaube, Erfolg ist schon ein Dauerzustand, wenn man definiert, was Erfolg ist. Für mich ist Erfolg, ich kann das tun, was ich will, wann ich will, mit wem ich will und wie ich will. Und das kann ich die letzten 2 Jahre tun. Und das heißt, für mich waren die letzten 2 Jahre so gesehen Dauerzustand Erfolg. Klar hat man vielleicht mal Ängste, irgendwelche Probleme und so weiter, aber das ist für mich Erfolg. Erfolg ist für mich, ist klar, gibt es finanziellen Erfolg und so weiter, aber für mich ist schon so Erfolg, dass ich selber bestimmen kann, was ich mache hier und wie ich es mache, wann ich es mache, mit wem ich es mache. Hört sich jetzt voll pervers an, ich weiß, aber, aber das ist für mich Erfolg und das kann durchaus ein Dauerzustand sein. Was wird der Nachfolger vom Internet? Immer noch das Internet, aber so VR, Virtual Reality oder mit Linsen oder irgend so eine Kacke. Also das wird absolut geisteskrank. Also ich denke mir schon so, wie meine Kinder sagen werden in 20 Jahren, was für primitive Input-Methoden wir heutzutage gehabt haben. Und ich mir so denke, holy shit. Aber ich freue mich irgendwie auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite bin ich auch ein bisschen skeptisch. Grüße gehen raus an Rick und Morty. Müsst ihr euch unbedingt gönnen, die neueste Staffel. Ja, da werden noch crazy Sachen passieren, glaube ich. Was ist deine Meinung zum Vanguard FTSE All World High Dividend Yield im Sparplan als Basisinvestment? Ich würde den Vanguard FTSE All World normal nehmen, distributed als Basisinvestment, so wie ich das mache. Keine Anlageempfehlung natürlich, sondern ich sage jetzt gerade nur, wo ich rein investiere. Aber ich habe jetzt den High Dividend Yield jetzt nicht genau angeschaut, weil für mich nehme ich dann die höheren Dividenden über meine Einzelaktien sozusagen rein. Alter, ich komme nicht nach. Ich muss jetzt ganz schnell, ich muss jetzt richtig fest sein. Ich muss richtig fest sein, dann komme ich langsam nach. Was ist dein Lieblingsurlaubsland und warum? Ich glaube Japan, aber ich war noch nie dort. Ich wollte Anfang des Jahres gehen, aber ich glaube immer noch Japan, auch wenn ich noch nie dort gewesen bin. Aber kommt irgendwann hoffentlich. Was mich interessieren würde, wie viel verdienst du eigentlich so mit deinem YouTube-Kanal? Sind das Kleckerbeträge oder kann man schon... Let's go, Ralf. Der Ralf war am Anfang nicht dabei, als die Frage der Fragen gedroppt worden ist. Du kannst gerne zurückspulen. Ich habe es relativ am Anfang erklärt. Vielleicht beantwortet es auch jemand noch in den Kommentaren. Ralf. Und der Holger Wadenwitz ist im Finanzrudel. Herzlich willkommen. Ich überlege, in der Schweiz einen Gärtnerbetrieb zu eröffnen. Gibt es in der Schweiz Nachfrage auf sowas? Und zu dem Thema nichts im Internet. Vielen Dank. Oh, ich habe absolut keine Ahnung. Du fragst mich Sachen. Also mein Onkel, der hat einen Garten und der hat einen Gärtner, der ihm bestimmte Dinge macht, so wie die Hecken schneiden, dass die schön gerade oder rund sind. Und ich glaube, es gibt schon dafür eine Nachfrage, vor allem bei Leuten, die ein eigenes Haus haben und einen Garten dahinter. Definitiv, aber ich kenne mich überhaupt nicht aus mit solchen Sachen. Tut mir mega leid. Einfach mal 30 Minuten hinterher. Alter, no! No, es tut mir leid. Ey, der Wolf auch am Start. Besser später als nie. Apropos, Wolf, du hast ja heute noch gefragt. Pass einfach auf wegen FOMO. Ich würde jetzt nicht irgendwie handeln, weil du denkst, oh, dir fliegen Gewinne weg. Lieber in der Hinsicht auf Nummer sicher gehen, statt FOMO und deiner Strategie treu bleiben und einfach so weitermachen wie bisher. Und wenn du halt dann den Einstiegszeitpunkt verpasst hast, ja, im Nachhinein ist man immer schlauer. Merk dir das am besten. Hoffe, der Input hilft dir, Wolf.
Könntest du mal die besten und größten Reads in einem Video zusammenfassen? Es gibt ja auch viele neben dem Mainstream. Wir haben gerade letzten Dividendienstag uns einige Reads angeschaut. Check doch den mal ab. René auch am Start. Alter, ich komme nicht nach. Würdest du Fremdwährungen, zum Beispiel US-Dollar oder Schweizer Franken, als Bargeld kaufen und selbst verwahren zur allgemeinen Risikostreuung? Ich habe Bargeld, aber nur Schweizer Franken, Erik. Ein bisschen Euro noch. Solo, selbstständig oder mit Geschäftspartner gründen, bin nun seit 6 Monaten selbstständig und vermissen den täglichen Austausch und die sozialen Komponente. Die soziale Komponente kannst du woanders holen. Ich wäre jetzt zum Beispiel auch jemand, der fürs Hauptbusiness keine Geschäftspartner möchte. In der Regel. Aber so für andere, also so, ich sage jetzt mal, Kooperation kann man das durchaus machen. Also Geschäftspartner im Sinne von, hey, wir gründen ein Unternehmen, dir gehört 50%, mir gehört 50%, ist jetzt nicht so mein Ding. Außer es sind spezifische Projekte, wo es halt genau um das geht. Aber das Hauptbusiness würde ich jetzt nicht so machen, weil ich die volle Kontrolle gerne habe. Aber das ist jeder halt so ein bisschen anders. Man muss also verstehen, beides ist nicht falsch und beides ist nicht richtig, sondern du musst so verstehen, was für ein Typ du bist. Jetzt müssen wir Apple-Aktien kaufen. Ja, auf jeden Fall. Ich reiße hier mit meinem Apple-Konsum alles. Ich bin der größte Konsument Apple. Wirst du oft auf deine Stimme angesprochen? Wieso denn das? Alex, gell meine Stimme? Stüfer, wenn ich Schweizerdeutsch rede. Aus meiner ich höre dich nicht, aber gell? Ja. Habt ihr es gehört? Also, ich weiß nicht wieso. Ich glaube, das kommt davon, weil ich Hochdeutsch so vorm Stimmbruch gelernt habe. Und dann, so dass halt immer da halt irgendwie daher kommt. Aber wenn ich Schweizerdeutsch rede, ist die Stimme viel tiefer. Also, ich weiß nicht, wie man dem sagt, aber sie ist deutlich tiefer. Glatze auf Karl S. angelehnt. Habt ihr gehört, dass die Uhren von dem Karl wohl Fälschungen sind? Ist mir doch egal, ob das Fälschungen sind. Keine Ahnung. Aber ja klar, auf Karl S. angelehnt oder auf Homo Economicus angelehnt oder auf Kolja angelehnt, auf alle angelehnt, die eine Glatze halt haben. Vin Diesel auf jeden Fall auch oder so ein Samuel L. Jackson hat ja auch oft, glaube ich, eine Glatze. Also angelehnt auf jeden, der eine Glatze hat. Oder mal gehabt hat. Arian, kein Problem. Absoluter Ehrenmove von mir. Man muss ja helfen in Not. Wird Ende August sein, das Finanzrudel-Community-Treffen. Ich muss noch das Datum genau rausfinden. Was hältst du von einem Emerging Market X China ETF? Kann man machen, finde ich. Also ich habe jetzt keine Emerging Markets ETFs spezifisch in meinem normalen Depot, aber kann man als Beimischung schon reinnehmen, finde ich persönlich. Die Frage ist halt, welchen, und das musst du halt selber entscheiden. Wieso, du musst ja halt so fragen, wieso möchtest du exklusiv China? Hat das einen Grund, weil du in einem anderen ETF schon China drin hast, oder möchtest du China spezifisch draus lassen? Musst du halt überlegen. Oh no. No, der Chat ist wieder rund. Ah, okay, ich komme langsam nach. Ich hole auf, meine Freunde, ich hole auf. Bitte nicht zu viel Werbung für Twitch, sonst werden es zu viele Zuschauer und man kann nicht mehr gute Fragen stellen. Let's go. Ja, hä? Hast du einen Jagdschein? Nee. Wann heiratest du deine süße Freundin? Musst dich beantworten, falls du zu privat. Dauert noch eine Weile. Wer ist neben dir noch im Raum? Doch nicht etwa der Günther. Doch, das ist der Günther. Ich sag's euch, der Günther, der sabotiert die ganze Zeit hier. Ich sag's euch, der macht alles kaputt. Der macht alles kaputt, der Günther. Wachstum ist nicht alles. Jeff Bezos, hold my Amazon. Ja, also ich sag, Wachstum ist halt echt nicht alles. Also auf persönlicher Ebene zumindest, finde ich. Hi, mich würde interessieren, ob die Strategie, jeden Monat Einzelaktien zu kaufen, eine gute Strategie ist in deinen Augen. Sie ist genauso gut wie alles andere monatlich kaufen, wenn es um Investments geht. Du machst ja im Prinzip nur ein Dollar-Cost-Averaging. Ob das jetzt ETFs sind, Einzelaktien oder was auch immer. Let's go, Digga! Low-key, no-front, this ist... Ist es im Hintergrund dein Partner? Wenn ja, wie lange seid ihr schon zusammen? Wohnt ihr zusammen? Let's go, low-key this. Hallo, Thomas.
Nee, das ist ein Kollege von mir, ein guter Kollege. Das ist nicht. Also ich habe nichts gegen Schwule oder so, aber ich bin halt nicht schwul. Ja. Habe aber nichts gegen Schwule. Aber ändert nichts an der Tatsache, dass ich nicht schwul bin. Welches sind deine besten Aktien im Depot anhand deiner Meinung? Anhand der Performance, damit es auch, ich sage jetzt mal, fair ist, weil dann kann man auch ein faires Statement geben, ist es tatsächlich Nvidia. Und Nvidia liegt bei mir bei über 300%, oder? Sind es 300%? Ja, fahrt nicht ganz so. Kursgewinn 250%. Nvidia. Du kannst doch den langsamen Modus einstellen, dann kann man nur eine Frage pro Minute stellen. Nee, das ist okay. Ich will ja wirklich alle Fragen beantworten. Das ist kein Problem. Gebt einfach Vollgas. Auch wenn es verzögert ist. Es tut mir leid, aber ich finde es geil, dass ihr dabei bleibt und einfach wartet, auch wenn es verzögert ist. Und ich versuche auch wirklich alles zu beantworten. Wie fühlt es sich an, bei Mario Kart zu verlieren und trotzdem leise zu lachen, da man finanziell alle Rennteilnehmer abgezogen hat, Digga? Einfach lost. Einfach lost. Also, ich weiß nicht, ob du schon mal bei Twitch dabei gewesen bist, aber also ich raste wirklich. Also bei Spielen, das ist so eine Macke von mir, das habe ich noch so von damals, einfach im Blut. Das muss man mir auch nicht übel nehmen, ich meine es auch dann nicht ernst, also dann raste ich komplett aus. Also das ist dann wie wenn ich ein Kind wäre, das ADHS hat oder keine Ahnung was und komplett durchdreht. Kennt ihr so den Typen da? Also ich muss den jetzt zeigen. Also den kennen, glaube ich, alle, oder? Den kennen, glaube ich, alle. Unreal Tournament spielen. Den kennen, glaube ich, alle. Also, ihr müsst euch vorstellen, wenn ich spiele, ja, wenn ich spiele und irgendwas passiert, was mir nicht passt, ja, geh mal hier so ein bisschen rüber. Das bin ich. Lowkey, das bin ich. Und das ist kein Joke. Die bei Twitch dabei sind und wenn die Sicherung durchknallt, haben es live erlebt und das bin ich und das ist einfach so eine Macke von mir und das passiert auch nur auf Twitch. Ja. Seit wann, welchem Alter investierst du in Aktien? Seit ich 18 bin. Wir können tun, was wir wollen, aber nicht wollen, was wir wollen. Hä? Check ich nicht. Wir können tun, was wir wollen, aber nicht wollen, was wir wollen. Sehr tiefgründig, aber da muss ich noch mal ein bisschen mehr drüber überlegen. Es hat echt über 2 Jahre bei mir gedauert, bis das mit FOMO besser wurde. Früher wollte ich unbedingt überall dabei sein, inzwischen bin ich entspannt. Ja, aber das ist so ein Learning, das muss jeder, glaube ich, für sich selber machen und ja. Das ist ein Finanzchannel. Wenn überhaupt, ist die Glatze auf Jeff Bezos angelehnt. Leicht angelehnt. Dein größter finanzieller Fehler bisher, also wirklich finanzieller Fehler, wo ich Geld verbrannt habe, ist definitiv so damals Kryptowährungen nochmal deutlich eingestiegen, wo es beim Hoch gewesen ist und habe halt einfach mal 8.000 verschmiert. Das war schon so ein Fehler, wo ich jetzt so direkt sagen kann. War schon, ja. Hast du ein Starterdeck Kaiba neu? Habe ich leider nicht. Ich habe aber ein Starterdeck Joey neu. In einem sehr guten Zustand. Wo wirst du dein Gewerbe anmelden, wenn nicht den Zug? Ja, muss ich mal noch schauen, wo das noch hinkommt, das Gewerbe, also das Unternehmen. Wann lädst du mal Beate Sander zum Livestream ein? Muss ich mir noch überlegen. Ich muss sie mal auch kontaktieren. Ich hatte in den letzten Wochen halt echt mega viel um die Ohren. Und halt wegen der Umstellung und so weiter. Und ja, das wird aber auf jeden Fall sicherlich noch kommen, wenn sie dann überhaupt Bock hat. Vielleicht hat sie gar keine Lust, einen Stream zu machen und dann ist ja auch, ja. Was sagst du zu jemandem, der Schiss hat, mit YouTube zu beginnen, weil es schon zu viele gibt? Es gibt nicht zu viele. Weil die meisten das denken, was du denkst. Darum gibt es noch nicht zu viele. Gibt dann zu viele, wenn jeder einfach YouTube startet und nicht mehr das denkt, was du denkst. Der mit der Tastatur, ja. Ja.
Der Typ vom Ausraster ist voll die Maschine geworden. Gibt sowas wie eine Doku von ihm. Ich weiß, ich habe die gesehen. Feiere ich absolut. Und ich finde auch krass, dass ihm so dieses Video so richtig. Das, ich habe gar nicht gewusst, dass das Fake ist, das Video. Das ist ein Fake-Video, was er halt so als Comedy gemacht hat. Und ich finde schon krass, was er aus. Also, dass er halt auch in so einem Loch gewesen ist, also metaphysisch gesehen. Und da auch sich rausgehasselt hat. Also, nicht schlecht. Also, feiere ich. Soll dein Bart wie meiner werden? Wäre schon geil, ja, so ein Schnauz. Nicht Spaß beiseite. Also, ich habe nichts gegen den Schnauz, aber ich feiere so Gesichtsbehaarung tatsächlich nicht so. Ich finde es eher mühsam. Ich würde es echt feiern, würde es nicht nachwachsen. Meldest du noch eine zweite Firma an oder wieso? Ja, nee, also es geht so um die Frage, den Firmensitz verschieben kann man ja. Man muss ja nicht da sein, wo man ist. Wurdest du schon mal abgezogen? Mir bei eBay passiert, Ware für 200 kam nie an und leider mit Überweisung bezahlt. Nee, bisher nicht. Ich passe halt immer wirklich auf. Und wenn ich mal abgezogen werde, dann habe ich ja die Adresse von der Person und den Namen von der Bank. Oder was, whatever. Dann habe ich sicherlich irgendwelche Daten und dann habe ich halt immer meinen Baseballschläger ready. Ja, so mit Stacheln vorne dran. Und dann gehe ich halt da mal vorbei. Vielleicht mit dem einen oder anderen Kumpel und dann wird halt geschaut, wo die 200 Euro liegen. Ja. Und jetzt muss ich noch am Ende sagen, das ist natürlich alles Humor, damit man auch checkt, dass das Ironie ist und ja. Aber nee, ist mir tatsächlich noch nie passiert, ich passe auch immer sehr auf tatsächlich. Welche Leute verfolgst du im Bereich Mindset, Investment und Business? Alex Becker finde ich geil, Graham Stephan finde ich geil. Also ich mache jetzt bewusst die Leute, die man vielleicht nicht so kennt in der deutschen Branche, ja. Gary Vee finde ich geil. Alpha Investments feiere ich absolut, den Rudy, der ist auch krass unterwegs. Und ja, das waren so die ich verfolge aktuell. Ja, aus steuerlichen Gründen. Nico, wie viel Zeit investierst du mit deinen Finanzen? Pro Tag, aktuell, real gesehen, je nach Tag zwischen 30 Minuten und 2 Stunden. Manchmal auch gar nicht. Also bei irgendwas in dem Bereich. Manchmal auch nur eine ganze Woche lang gar nichts oder jeden Tag nur so 15 Minuten oder so. Weil das Ding ist, wenn es mal läuft, dann läuft's. Ja. Welcher Kollege? Obelisk der Peiniger ist nur eine Karte, Bro. Komplett lost. Vorbeigehen funktioniert auch nur in der Schweiz, weil sie so klein ist, ja. Ja. Machst du Sport oder irgendwelche Outdoor-Geschichten? Aktuell eigentlich fast gar nicht, tatsächlich. Könntest du dir vorstellen, irgendwann ein Großaktionär zu werden, zum Beispiel der größte Einzelaktionär eines Unternehmens, fragt Sun of the Sun. Da müsste man schon sehr viel Vermögen haben. Wahrscheinlich sind die Ambitionen, die ich habe, nicht ausreichend genug, um irgendwann mal Großaktionär zu werden bei größeren Unternehmen. Also wahrscheinlich eher nicht. Habe aber nicht das Bedürfnis danach. Habe jetzt, sehe jetzt nicht den Grund darin. Silvana, was? Silvana? Let's go! Hier ist wohl jemand entweder World of Warcraft-Fan oder heißt einfach Silvana. Let's go! Ich bin aber nicht so der Silvana-Fan. Muss ich ehrlich sagen. Also ich hoffe, die stirbt in Shadowlands. Und damit jetzt auch niemand irgendwie denkt, dass ich absolut crazy bin, Silvana ist ein fiktiver Charakter in einem Videospiel, okay? Ja. Einfach, dass es gesagt wird, dass es nicht aus dem Kontext gezogen wird. Wie findest du die Analysen von Investflow? Ich kenne Investflow nicht mal. Du hast es tatsächlich geschafft aufzuhalten, bester Mann. Carina, ich sag ja, ich gebe mir Mühe. Ja. Magst du Äpfel? Ja, eigentlich schon. Finde ich geil, Äpfel. Getrocknete Äpfel sind auch geil, so Apfelchips, richtig sick. Neuer Kandidat für deinen Livestream, Daniel von Investflow. Sein Kanal geht gerade durch die Decke. Investflow. Komm, schauen wir uns den nochmal an. Investflow.
Investflow, boah, 10.000 Abonnenten. Hallo und herzlich willkommen. Sorry, let's go. Kenne ich nicht. Wie lange ist er schon auf YouTube? Okay, seit 5 Monaten. Boah, krass, da hat er richtig ordentliches Wachstum. Let's go. Im An. Keine Ahnung, also ich kenne ihn nicht. Ich werde ihn mir auf jeden Fall mal abchecken. Danke auf jeden Fall für die Tipps. Und die Anregungen. Aber jetzt habe ich ja seinen Channel hier am Start. Also Grüße gehen raus an Investflow. A.K.A. Daniel. Ja, genau. Zwei dumme, ein Gedanke. Jetzt nicht als Beleidigung gemeint, das Sprichwort nämlich. Ja, auch der Arian schreibt, Investflow macht eine klasse Arbeit, meiner Meinung nach. Okay, also ich kannte ihn bisher nicht, aber ich werde mir auf jeden Fall mal abchecken. Dominik Herrmann schreibt, bin neu hier, von wo kommt der größte Teil deines Einkommens? Ich kenne den Webshop, aber nicht deine anderen Quellen. Also meine Haupteinkommensquelle sind der Blog und der YouTube-Kanal hier, Sparkoyote. Ist Ralf auch schon hier gewesen? Meinst du Ralf Bischoff? Johannes? Oder wen meinst du? Heute glaube ich nicht. Also ich habe ihn heute noch nicht gesehen. Kann hier jemand krasse Lautsprecher empfehlen? Ich leider nicht. Ich benutze die von meinem iMac selber. Der ist so auf dem Level von Nick Navras. Ich kann seinen Namen nie aussprechen, ich kenne ihn aber natürlich. Auch ein sehr guter YouTuber. Ja klar, also ich finde insgesamt so die gesamte Finanz-YouTube-Szene eigentlich echt, ja, gechillt. Hast du einen Lieblingsspruch, den du dir immer aufsagst? Ich habe nicht einen Lieblingsspruch, den ich mir immer aufsage, aber einen, den ich mir immer gönne. Immer wieder mal. Kann man es lesen? Könnt ihr es lesen? So, also ich lese ihn einfach mal kurz vor. Know thyself, watch your thoughts, for they become words. Choose your words, for they become actions. Understand your actions, for they become habits. Study your habits, for they become your character. Develop your character, for it becomes your destiny. Finde ich sehr passend und treffend und finde ich sehr spannend. Lass es mal dabei. Horst Lünning, finde ich auch geil. Da macht er immer auch Alkoholvideos, also über Alkoholinvestments. Besuchst du manchmal Trödelmärkte? Damals schon, mittlerweile nicht mehr. Das ist mir zu mühsam. Feiere ich nicht so. Man muss auch früh aufstehen und ich stehe nicht so gerne früh auf. Ich stehe immer so gegen 8 oder 9 oder so auf. Das ist aktuell so meine Zeit und bin eigentlich ziemlich happy damit. Hast du einen Treuhänder oder machst du deine Buchhaltungssteuern selbst? Und ab wie viel Umsatz sollte man sich dort Hilfe holen? Ich mache nichts mehr selber. Steuern, Buchhaltung, alles mache ich gar nicht mehr selber. Steuern habe ich noch nie selber gemacht. Buchhaltung habe ich noch bis letztes Jahr selber gemacht und mache ich alles nicht mehr selber. Sobald es sich lohnt finanziell und du, oder vielleicht schon von Anfang an, je nachdem, wenn es so krass crazy ist, dass du nicht klarkommst und auch keinen Bock auf alles hast. Also es ist sehr individuell. Rasierst du dich? Wenn ja, welche Rasiermarke nimmst du? Gillette. Solche Wegwerfrasierer feiere ich absolut. Die halten ewig, weil mein Bartwuchs halt, ja, praktisch nicht vorhanden ist. Liest du gerne Bücher? Ja, ich lese jeden Tag 30 Buchseiten. Welches ist denn? Ich habe gar kein Lieblingsbuch eigentlich, finde ich. Aber ich lese gerne Bücher. Ja, aktuell. Also damals nicht so, aber mittlerweile schon. Glaubst du an Reinkarnation? Ich glaube nicht, dass es vorbei ist, wenn es vorbei ist. Ja, ich glaube auch nicht, dass es vorbei ist, wenn es vorbei ist. Aber ob es Reinkarnation so gibt, wie wir Menschen es denken, weiß ich nicht. Aber ich glaube auch nicht, dass es vorbei ist. Wie viel zahlst du für die Buchhaltung? Ich zahle meiner Mutter, sie macht das, 100 Franken pro Stunde. Ja, Dividenden-Nerd schreibt alles fleißig mit. Genau, also das ist so für mich ein sehr, 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 sehr wichtiger Schritt so zu verstehen, dass halt jetzt sehr viel von den Gedanken kommt und was man denkt, ob das jetzt unterbewusste oder bewusste Gedanken sind, das ist schon sehr wichtig. Ja, 100 die Stunde, Pink Leoli. Wie kann man sich am besten in die Schweiz integrieren? Indem du dich mit Schweizer Leuten unterhältst und der beste Move ist, du verstehst als Deutscher Schweizerdeutsch irgendwann mal nach ein paar Monaten oder nach einem halben Jahr und du redest mit ihnen Hochdeutsch und sie reden Schweizerdeutsch mit dir, das ist das Perfekte, das ist so
Also wenn ein Schweizer mit dir sprichst und du verstehst alles, dann ist das schon ein Großteil vom Job getan, um sich zu integrieren tatsächlich, weil dann muss die Person vor allem bei deinem Arbeitsort nicht irgendwie Hochdeutsch reden, weil ich glaube, für die meisten Schweizer ist es, ich will jetzt nicht sagen, unangenehm ist vielleicht das falsche Wort, aber ungewohnt Hochdeutsch zu reden oder sie fühlen sich dann nicht so wohl dabei, weil halt die Muttersprache Schweizerdeutsch ist und Hochdeutsch so gesehen oder Schriftdeutsch, wie man dem sagt, so gesehen sowas wie eine Fremdsprache ist, weil es auch eine andere Grammatik hat und so weiter. Und darum, ich denke, das ist ein sehr, sehr wichtiger Schritt, punkto Integration. Hast du denn voll in FRW aufpasst? Was ist FRW? Wirtschafts. Wirtschaft. Also ja, ich hab schon in Wirtschaft immer gut aufgepasst. Ich habe da auch immer sehr gute Noten gehabt, habe da auch ein Wirtschaftszertifikat noch gemacht, noch während der Lehre. Mit Bilanzierung, Buchhaltung und so weiter und habe dann doppelte Buchhaltung eine Zeit lang selber gemacht, natürlich auf nicht professionellem Niveau, sondern mit selber auch beigebracht teilweise, aber das ist mir jetzt alles zu doof. Schweizer fahren schnell Auto? Nee, eigentlich nicht. Also Schweizer fahren im Vergleich, wenn ich im Schweizer Verkehr bin, richtig gechillt. Ich fühle mich in Deutschland echt bedrängt. Ich bin jetzt schon das ein oder andere Mal ein Auto gefahren in Deutschland. Da fühlt man sich vor allem auch auf der Autobahn schon ab und zu bedrängt. Wenn man so denkt, man fährt 180 und hinten will noch einer, klebt einem am Arsch und du fährst 180, das ist schon, keine Ahnung, fühlt sich nicht geil an. Also, das ist hier in der Schweiz halt anders. Da ist alles so ein bisschen gechillter, weil das Tempo Autobahn ist ja nur 120 hier bei uns, von dem her ja. Krass, dass du trotz deiner Herkunft so gut Deutsch sprechen kannst. Kannst du Schweizerdeutsch? Ja, sicher, ja, kann ich Schweizerdeutsch. Wo ist das Problem? Meine Stimme ist dann auch anders. Aber ich glaube, wir werden die Videos nicht so sehen. Nein, ich glaube nicht. Kannst du alle Videos so machen? Alles so beantworten? Ah, Finanz- und Rechnungswesen. Der Arjan wird mich verstehen, er ist auch Schweizer. Danach kann man nachher nur noch Schweizer rumzuschauen, ich glaube. Welche Goldmünze hast du am liebsten? Anlagemünze. Ich muss sagen, die Lunar 3 Münze von der 2020er Serie, die Maus, die ist schon richtig. Die ist richtig sick. Ja. Die Deutschen sind Raser, aber kein anderer. Ah, oh, ja, logisch, die Deutschen sind immer Raser. Nein, ich will jetzt nicht verallgemeinern. In Deutschland habe ich die Schweizer immer im Rückspiegel. Ja, das ist Standard, 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 Standard. Ja, also eben, also ich fahre schon gerne Auto und so, aber in Deutschland hat man schon so ein bisschen gemerkt, da geht es ein bisschen anders ab und da wird man ein bisschen schneller ans Ziel kommen anscheinend. Im Gegensatz zu Deutschland kann man auch sein Depot auflösen und die Strafe zahlen, wenn man in die Schweiz geblitzt wird. Ja, safe. Also wenn du in der Schweiz geblitzt wirst, also nur schon für Rot, über Rot fahren 250 Stutz und dann Geschwindigkeitsüberschreitung, let's go, dann fängt es schon richtig happig an. Und Parkbus ist 40 Stutz, das sind so 35 Euro. Schweizerdeutsch hört sich an wie Deutsch, nur komisch betont, ist doch sicher einfach zum Lernen. Ja, logisch, ist Zürichdeutsch. Zürichdeutsch checkt jeder. Aber sprich mal mit einem Berner oder noch, ja, dann viel Spaß. Da nicht sogar mehr. Also verstehen kann man das in dieser Geschwindigkeit noch. Ja, auf jeden Fall. Also kommt dann immer ein bisschen darauf an, über was für ein Thema man spricht. Also ich mache jetzt echt weiter. Let's go. Let's go. Ich muss alles übersetzen. Um, 120 km/h macht jedes teure Auto unnötig. Ja, sicher, ja. Ist aber Standard, ja. Du darfst in der Schweiz, wenn du ein teures Auto hast, wo 200 kann fahren, du darfst es praktisch nirgends legal 200 fahren lassen. Kannst nicht. Darfst nicht legal. Außer du bist so auf einer Rennstrecke oder keine Ahnung. Oder das ist Privatgrund, wo dir gehört oder so. Keine Ahnung. Redest du mit deiner Freundin privat Hochdeutsch oder kommt da auch der Sprachschredder zum Einsatz? Ja, sicher Schweizerdeutsch. Hallo? Ich spreche mit jedem da in der Schweiz Schweizerdeutsch, auch im Community-Treffen. Da wird nicht Hochdeutsch geredet, das läuft nicht.
Außer jemand spricht Hochdeutsch und versteht kein Schweizerdeutsch. Hat es auch schon gegeben. Im Wallis ist es echt schwer mitzubekommen, also von der Sprache. Ja, Mann, safe. Also da habe ich sogar teilweise Mühe. Also, schau da, der Flavio auch. Walliserdeutsch finde ich am schlimmsten. Absolut. Also jetzt, ich sage jetzt nicht, es gibt vielleicht auch noch andere also wo ich dann selber auch nicht mehr klarkomme. Ja? Also ab und zu muss ich sagen, zum Beispiel so Baslerdeutsch ist eigentlich auch noch easy zum Verstehen, aber ab und zu gewisse Sachen checke ich dann auch nicht, aber es ist wenig. Aber so Berner oder was, das ist schon krass. Ich sage nicht, dass es schlecht ist oder so, aber dann sogar ich Mühe als Schweizer das zum Verstehen, gewisse Wörter oder gewisse Sätze. Aber wenn man ein Tempolimit hat, geht der Verkehr oft schneller. Ja, das ist so eine Illusion, dass wenn du schnell kannst fahren, schneller am Ort bist. Das ist eine Illusion. Sprachschredder. So geil. Digga, Schweizerdeutsch heisst jetzt neuerdings Sprachschredder. Also, let's go. Sprachschredder. Okay, Dividenden-Nerd hat das Machtwort ausgesprochen. Wir gehen wieder zum Hochdeutsch. Ja, Arian, guten Abend noch. Also wir gehen zum Hochdeutsch wieder zurück. Ich hoffe, ihr habt jetzt zumindest so gesehen auch, dass ich ganz normal Schweizerdeutsch reden kann, dass das meine Muttersprache ist und dass doch die Tonlage deutlich nochmal ein paar Stufen tiefer ist, als wenn ich jetzt Hochdeutsch rede. Hat einfach mit der Betonung zu tun und wie ich halt rede. Und ja, das ist einfach auf jeden Fall sehr spannend. Schönen Abend, genau, habe ich schon Glasse, sorry. das klingt immer so, als würdest das arme CH und SCH übelst verprügelt werden und anschließend vom Ü ausgelacht. Oh Mann. Bist du eigentlich ein Musikinstrument? Nee, war nie so mein Ding. Ich stelle mir obszöne Geräusche und die Geräusche des Aktes mit Schweizerdeutsch lustig vor. Ich zeig dir was. Das ist der Classic. 2, 1, Action! Ha, ha, oh ja, blas mal, ja. Schleck mal, ja, richtig, ja, oh. Ja, so lässig. Okay, wir haben es gesehen. Let's go. Ihr könnt halten, was ihr davon wollt. Das ist ein Classic. Und ich wollte es halt einfach nur, ja. Es hat halt gepasst zu der Frage. Das ist die Antwort. Läuft bei mir auch genauso wie in dem Video. Sind Bauern wirklich so reich in der Schweiz? Boah, ich weiß es echt nicht. Absolut keine Ahnung. Hier, der Brasco Design. Das ist mein Kollege, der hier links ist. Der Günther. Habt ihr gefragt. Hab damals im Studium als Nebenjob Fahrzeugüberführung gemacht. Immer schön mit 250 von Berlin nach Hamburg über die Autobahn. Oh mein Gott. 250, absolut geisteskrank, dieses Tempo. Ich hab da schon teilweise Angst, Auto zu fahren, weil da musst du das Lenkrad richtig festhalten. Sind besondere Editionen der Switch, zum Beispiel Animal Crossing, Bundle ein gutes Buy-and-Hold-Investment? Ich finde schon, aber das ist dann schon ein längerfristiges Buy-and-Hold. Also nicht ein, zwei Jahre, sondern da reden wir dann von 5 bis 10 Jahren oder mehr. Warum liegt da Stroh, schreibt ja auch jemand. Let's go. Jetzt habe ich Kopfkino von dir. Okay, ja, schön. Schön, dass meine Freundin gerade jetzt reingekommen ist. Let's go. Let's go. Passt ja. Es ist immer so in dem Moment. Man schaut irgendwelche Filme, ist alles normal. Kommt jemand rein und dann ist genau die Sexszene Standard. Standard kennt man. Vor allem, wenn man noch so bei den Eltern wohnt. Deluxe. Und dann heißt so, ja, was schaust du hier für Pornos? So, ich würde sagen, wir haben heute, ich habe alles aufgeholt, 1,5 Stunden gewidmet, um eure Fragen zu beantworten. Querbeet durch über alles beantwortet. Ich hoffe, das war ein so ein geiler Abschluss, so für diese, sag ich mal, Daily Stream Ära. Vielleicht kommt es irgendwann nochmal. Ja, also das heißt nur, dass wir jetzt wieder weg von den Daily Streams kommen, dass ich nicht irgendwann in Zukunft, wenn ich wieder Bock drauf habe, vielleicht dann doch wieder Daily Streams mache. Und es hat auf jeden Fall Bock gemacht, Spaß gemacht, coole Fragen gestellt. Ich hoffe, ihr konntet da was mitnehmen oder auch was mal lachen oder so. Und
Macht mir immer wieder Spaß, auch mit der Community, das Finanzrudel, richtig, richtig geil. Und natürlich in Zukunft, ihr wisst, die neue Streaming-Schedule, also es werden weiterhin Streams kommen, 4 Streams die Woche, ich glaube, das wird immer noch genug sein. Da werde ich mir immer wieder mal auch Themen ausdenken, ihr habt Ideen und ich versuche das umzusetzen. Ja, und nur weil eine Ära zu Ende geht, heißt es nicht, dass es irgendwann auch mal wieder eine neue Ära gibt. Number Cruncher sieht das schon richtig. Und ja, also wenn ihr Bock noch habt, dann könnt ihr eigentlich nachher gerne auch mal auf Twitch vorbeischauen, ja. Also ich mache hier immer so diesen kleinen Twitch-Plug, ja. Muss ich ja irgendwie auch, oder? Da bin ich nämlich der Spielkoyote. Wenn ihr Bock habt, können wir gerne dort am Start noch sein. Und da werde ich wieder Heroes of the Storm spielen, ein bisschen mit Deathwing spielen. Und ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch irgendwas gebracht. Danke vielmals. Ich wünsche euch jetzt noch einen guten Appetit. Wahrscheinlich geht ihr jetzt eh irgendwie auch noch essen. Und wir sehen uns im nächsten Stream. Morgen Dividendendienstag nicht verpassen. Wir schauen uns wieder 3 Portfolios aus der Community an. Also seid da dabei morgen um 18 Uhr beim Dividendendienstag. Und ansonsten wünsche ich euch eine super, super schöne Woche.